Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play FIFA 17 Karrieremodus mit Hertha BSC bei eurem Hansa-Fan. Beim letzten Mal so ein knapper, aber wichtiger Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1 gewonnen. Gute erste Halbzeit, dann schlechte zweite Halbzeit, aber es hat am Ende doch noch ausgereicht. Und jetzt hier vor dem Spiel gegen den FC Augsburg ein Gespräch mit Niklas Stark, er möchte gerne spielen. Aber vorerst werden wir in diesem Spiel gegen Augsburg beim FCA, gucken kurz drauf, wo die stehen, die sind sehr gut mit bei. Platz 3, die Augsburger. Mit dem Sieg könnten wir vorbeiziehen. Wir haben 15 Punkte momentan. Aber daran denken wir momentan nicht. Fakt ist aber, die Augsburger sind nicht zu unterschätzen. Die sind richtig gut drauf. Das wird ein schweres Spiel auswärts. Wir spielen natürlich in Blau, die in Weiß. Das sollte man unterscheiden können. Und dann gucken wir auf die Startformation. Wir werden natürlich die Siegerelf ranlassen. Die Siegerelf vom Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Mit Kalou und Ibisevic vorn, Stocker links, Schelbert und Darida in der Mitte und die Abwehr wie gehabt. Da ist leider denn kein Platz momentan für Niklas Stark. So, S-Wein nicht im Kader, Christiansen wird wieder reinrücken, Duda, Haraguchi, Schieber. Ja, Schieber hat ja auch einen guten Job gemacht zuletzt. Lustenberger wird Platz machen für Maximilian Wittek. Und Poyan Palo hätte ich gerne irgendwie noch mit dabei. Ja, doch, Poyan Palo kommt für Schieber in die Startelf, für Schieber wird's schwer, vor allem wenn im Winter eventuell Maximilian Philipp kommen soll. Ich warte noch auf eure Kommentare, beziehungsweise ich nehme das Spiel hier genau direkt nach dem letzten Spiel auf. Von daher kann ich leider noch nicht auf eure Kommentare eingehen, wird aber noch kommen. Und dann geht's rein jetzt hier ins Spiel gegen den FC Augsburg. Die sind momentan Dritter, das ist Wahnsinn. 17 Punkte haben die gesammelt bislang in 10 Partien. Toller Start, nachdem Trainer Markus Weinzierl zu Schalke gewechselt ist. So, kurze Passübung hier zu Beginn des Spiels. Okay, der war nicht gut. Gehen wir weiter. Denn das Spiel jetzt ist ja viel wichtiger. Tolles Wetter, tolles Herbstwetter hier im November in Augsburg. Tolle Choreo der Augsburger Fans hier im Stadion. Die Mannschaften kommen herein, angeführt von Vedat Ibisevic, den Kapitän der Hertana. Momentan auf Platz 8. Aber klar, das ist ja so eng zusammen im Mittelfeld. Mit dem Sieg könnten wir Augsburg sogar schon überflügeln. Und da haben wir Anthony Brooks zusammen mit Plattenhardt. Wir sehen, wie gesagt, die gleiche Startformation. Und die Augsburger sind die treffsicherste Mannschaft der Liga zusammen mit Wolfsburg und den Bayern. 17 Tore haben sie bislang erzielt. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Die sind gefährlich. Allen voran hier Dong Wong Ji. Natürlich, dem man ein Auge werfen muss. Da haben wir die Aufstellung. Lute im Tor als Nummer 1. Die Abwehr mit Stafelidis, Guvejev, Janka und Opare, Bayer und Kor vor der Abwehr, Schmid und Tagel auf den Außen, Kuh auf der 10 und Finn Bogason vorne drin. Dann war das eben Jachel Kuh und nicht Dong Wong Ji, der natürlich auf der Bank sitzen wird. Der Augsburger müsste ja eigentlich noch Dirk Schuster sein, aber der ist ja schon entlassen worden. Martin Baum, glaube ich, ist ja jetzt Trainer. Die Hertha mit der komplett identischen Startformation wie im Spiel gegen Gladbach. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Never change a winning team, das ist die Devise. Und der FCA, das Heimteam hat Anstoß. Kuh und Finn Bogason haben das Ganze eröffnet. Guilev. Chor. Teigl. Jörg Teigl kam von RB Leipzig. Bayer. Opare. Opare mit der Flanke. Ulreich ist da. Und Darida Mittelfeld wird verfolgt von Opare. Das macht er stark. Der ist schnell unterwegs, der rechte Außenbeteiliger. Bayer. Schelbrett dazwischen. Und steckt durch zu Valentin Stocker, der auf Ibisevic. Stocker mit der Flanke. Ja, bisschen zu lang für Salomon Kalou, aber hat ihn noch. Darida, Weiser, Schjellbrett, kommt nicht zum Abschluss, weil Christoph Janka, auch ein Ex-Hertaner, aufgepasst hat.
Bayer mit dem langen Ball. Brooks dazwischen per Kopf. Und wieder Mitchell Weiser auf Kalou. Kalou mit der Flanke. Ibisevic kommt nicht ran. Darida. Boah, stört er gerade so. Und Janka kann erstmal wieder klären. Er lässt ihn hinten rumlaufen. Plattenhardt. Valentin Stocker. Wartet ab. Plattenhardt umläuft. Plattenhardt gegen Opare. Opare kann da gerade so klären. Plattenhardt läuft weiter ins Aus. Aber Hertha bleibt im Ballbesitz. Darida. Wechselt einmal die Seite auf Mitchell Weiser. Mit der Pekarik. Weiser umläuft. Immer noch Mitchell Weiser. Mitchell Weiser und Lute. Erste Chance Hertha und das war gar nicht schlecht gemacht. Mitchell Weiser zieht er mal in die Mitte und hat er sich bestimmt bei den Bayern noch von Robben abgeguckt. Guter linker Abschluss und Andreas Lute klärt da zur Ecke. Die wird ausführen Marvin Plattenhardt. Langkamp, Ex-Augsburger. Pekarik. Wieder Schellbrett. Langkamp. Und wieder Mitchell Weiser. Gute Übersicht. Raus zu Pekarik. Schellbrett. Stark gespielt. Flanke Pekarik. Ibisevic kommt nicht ran. Kuh auf Stafilidis gegen Mitchell Weiser. Stafilidis setzt gut nach. Klärt hier erstmal. Flach raus zu Bayer, der zu Jonathan Schmid. Ibisevic verfolgt ihn da. Augsburg versucht weiter nach vorne zu kommen. Jonathan Schmid, Ex-Hoffenheim, Ex-Freiburg. Pekarik macht das erstmal gut, kann klären. Bayer zu Stafilidis. Stafilidis mit der Flanke. Ulreich. Sicher. Ibisevic kann den Ball gut behaupten. Kalou. Ja, gegen Opare kann er sich da nicht durchsetzen. Finn Bogason. Der Isländer. Opare. Paare, Teigl zu Finn Bogason. Finn Bogason sucht den Abschluss. Warum denn nicht mal aus der Distanz? Alfred Finn Bogason kam vergangenen Winter zum FCA, ist dort eingeschlagen und auch jetzt in dieser Hinrunde bislang ganz stark aufgelegt mit 7 Treffern. Enormen Anteil am Augsburger Aufschwung. Schellbrett zu Darida. Ibisevic. Guter Pass in die Schnittstelle. Auf Kalou. Valentin Stocker mit der Flanke. Etwas zu nah vors Tor von Lute. Der ist da sicher. Beim Abfang. Und jetzt auch zu versuchen, hier schnell zu machen. Bayer. Dann Bayer. Ja, setzt sich da gut durch gegen Schellbrett. Stafilidis zu Kuh. Wieder Stafilidis, der Grieche. Abgeblockt von Mitchell Weiser. Einwurf für den FCA. Für die Fuggerstädter. Ja, da muss ein Ball erst raus. Da lässt sich Schmid sehr viel Zeit. Und Ulreich mit den Fäusten. Opara hat ihn aber in der Mitte. Kuh, der zentral. Kuh, der Abschluss von Kor. Doch aber weit am Tor vorbei. Hertha baut hinten auf über Brooks und Plattenhardt. Ibisevic. Plattenhardt nimmt Stocker mit. Den Stocker kriegt den Einwurf. Hertha macht das hier eigentlich recht gut, wirkt selbstbewusst. Stocker, Darida auf, Kalou, Bayer passt auf.
Und Pause. 0:0 zwischen Augsburg und Hertha. Relativ ausgeglichene Partie zwischen den beiden Mannschaften. Hertha wirkt gefestigter nach den zwei Bundesligasiegen in Folge, nach dem engen Erfolg. Und solange es hier 0:0 steht, ist ja alles drin. Schwierig wird es, sollte Augsburg hier den ersten Treffer erzielen. Wie agiert Hertha dann? Andersrum natürlich auch, wie agiert Augsburg hier zu Hause, wenn Hertha den ersten Treffer macht? Das ist eine sehr spannende Angelegenheit, die wir jetzt hier in der zweiten Halbzeit erklären werden. Auf geht's, Hertha mit dem Anstoß, Kalou und Ibisevic. Leichte Feldvorteile natürlich für den FCA, die hier zu Hause agieren, die das Spiel eher machen müssen. Weiser jetzt mit Tempo vorbei an Staphylidis. Weiser hat ihn, kommt mit der Flanke, das ist Kalou und Janka vor dem Ivora. Gute Möglichkeit hier, gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Gibt die Ecke, Marvin Plattenhardt. Und wieder Kalou, aber Lute. Ja, Kalou kann sich da wirklich hochschrauben im Strafraum. Wird da gefährlich bei den Kopfbällen. Chor, Teigl, Doppelpass mit Chor. Immer noch Georg Teigl, klasse von Peter Pekarik. Die Grätsche, kein Foul. Spiel geht weiter, Pekarik. Ibisevic zu Kalou, klasse gespielt. Salomon Kalou, 1:0 Hertha! Jawohl, da ist es. Salomon Kalou trifft wieder. Klasse rausgespielt. Klasse Konter wieder mal. Der Ballgewinn von Pekarik gegen Teigl. Und dann geht's hier schnell. Wunderbarer Pass zu Ibisevic, der rüber zu Kalou. Und der eiskalt von dem rausstürmenden Andreas Lute zum 1:0. Hertha bislang mit einem klasse Auswärtsspiel. Lässt Augsburg das Spiel machen und lauert auf seine Chancen. Schnelles Umschaltspiel nach Ballgewinn. Drittes Saisontor des Ivoras, Salomon Kalou. Wie reagiert Augsburg auf diesen Rückstand? Das ist Chor. Teigl, der da liegen blieb. Hat sie etwas beschwert, dass das Spiel weiterlief, aber war alles sauber gemacht von Peter Pekarik, der dann mal von rechts rüber gewechselt ist. Finn Bogason. Bogason, Langkam, ganz sicher. Hallo. Ja, nehmen ein bisschen das Tempo raus jetzt. Lass den Ball weiter laufen. Und schön Weiser. Hallo, ganz viel Platz. Ibisevic verteilt den Ball. Plattner, Darida. Lanka mit dem Seitenwechsel. Pekarik mit der Übersicht zu Schellbrett. Pekarik, schade, wenn der durchkommt zu Schellbrett. Dann kann es wieder ganz gefährlich werden. Chor jetzt. Opare. Paare setzt durch gegen Darida. Teigl hat Probleme mit der Ballannahme. Hat aber noch Glück, dass er den verwerten kann. Das ist Kuh. Ja, Joel Kuh. Kuh mit dem Abschluss. Ungefährlich. Aber sie lassen ihn da ein bisschen gewähren. Langkamp steht da zwar vor. Dann haben wir es. Keine Gefahr für Sven Ulreich. Kajubi kommt für Georg Teigl, der etwas überfordert wirkte auf der rechten Außenbahn. Der Ex-Leipziger, Kajubi, der hat das gelernt dort. Der wird da ein bisschen mehr Betrieb machen. Pekarik. Guter Ball auf Mitchell Weiser. Mitchell Weiser mit der Flanke. Ibisevic kommt nicht ran. Weiser. Aber der Kopfball gelangt nicht zu Kalou. Schäbre zu optimistisch, der Pass. Langkamp blockt ab, Pekarik. Wieder Weiser, gut gespielt mit Peter Pekarik über die Außenbahn. Pekarik, Ibisevic. Ja, kriegt ihn nicht verarbeitet, den Ball. So, wird Zeit für einen Wechsel. Ja, es wird Zeit für einen Wechsel. Auf der linken Seite wird Haraguchi kommt für Valentin Stocker, da ist mir ein bisschen zu wenig passiert auf der linken Seite. Kleinen Vorwurf an Valentin Stocker, aber Haraguchi sollte noch mal ein bisschen für
Schwung sorgen. Den Bogason stützt sich da auf gegen Stellbrett. Der setzt sich ja trotzdem durch. Ibisevic kann sich da nicht durchsetzen. Drüber gehalten, will auch gerne den Freischuss haben. Hertha bleibt im Ballbesitz. Langkamp. Weiser. War zu wenig. Safelidis auf Gulev. Plattenhardt. Finn Bogason gegen Brooks. Plattenhardt. Darida. Zu Stocker. Aber Opare ist da ein schneller Gegenpart. Da hat Stocker oft das Nachsehen. Das war aber abseits hier von Kayubi. So, und jetzt machen wir gleich den zweiten Wechsel hinterher. Das hat mir sonst zu lange gedauert hier. Dann wird doch gleich mal Max Christiansen kommen für Stellbrett, um die Defensive zu stärken. Also Max Christiansen kriegt jetzt immer mehr Einsätze. Ist auch wichtig für ihn, natürlich. So, abseits war klar, da brauchen wir nicht lange drauf schauen. Plattenhardt. Das ist Genki Haraguchi. Haraguchi setzt sich da durch im Laufduell. Kalou und Weiser. Heieieiei. Der war haarscharf. Kommt da aus dem Hintergrund. Trifft ihn voll Volley. Und dann steigt der im letzten Moment noch übers Tor. Das war die Möglichkeit hier. Auf 2:0 zu erhöhen. Das wäre auch die Vorentscheidung gewesen. So, bleibt es spannend. Brooks, klasse. Kopfballspiel. Haraguchi. Ibisevic, wieder Haraguchi. Haraguchi gegen Kayubi. Der Augsburger kann sich durchsetzen. Plattenhardt. Christiansen kann sich nicht durchsetzen. Finn Bogason. Bayer. Plattenhardt, klasse. Opare. Weiter Plattenhardt. Sehr gut, aber der Pass ins Nichts. Finn Bogason. Immer noch der FCA unter Zugzwang. Gulev. Opare. Opare! So, der letzte Wechsel. Es soll die Zeit runtergespielt werden. Ibisevic geht. Und... Warte mal. Stark hat jetzt sich einen Einsatz gewünscht. Den kriegt er jetzt auch für Darida. Niklas Stark kommt. Soll auch mal auf der 6 für Ordnung sorgen. Für defensive Stabilität. Opare kommt da ziemlich frei zum Abschluss, aber verzieht da auch mit dem schwachen linken Fuß. So, musste lange mal gespielt werden. Unsere Abwehrspieler sind zugestellt. Ibisevic kommt durch. Kalou, schade, Ball verspringt bei der Annahme. Sonst hätte er da Haraguchi auf der linken Seite voll in die Spur schicken können. Katscha ist auch eingewechselt worden. Ex-Hertana. Kayubi, Opare, Nachspielzeit läuft. Brooks. Wieder Opare und Schluss! Hertha setzt sich durch. Es ist der dritte Bundesliga-Sieg in Folge. Und sie überflügeln damit den so starken FCA. 1:0 setzt sich die Hertha durch mit einem klasse Auswärtsspiel. Sie haben geduldig gespielt, abwartend gespielt und das war genau das Richtige hier. Augsburg das Spiel machen lassen, womit sie eher weniger klar kamen. Eher wenig klare Torchancen, bis auf ein paar Sachen, wo etwas Unordnung in der Hertha-Defensive stattfand. Ansonsten hat Hertha hier eigentlich fast das perfekte Auswärtsspiel gespielt und sich am Ende durch den Treffer von Salomon Kalou mit 3 Punkten belohnt und kann so mit Freude die Heimfahrt antreten. Jawohl, es ist der nächste Sieg. Es ist knapp, die Minimalisten kann man so schön sagen, aber Hauptsache die Punkte stimmen. Wir haben sogar mehr Ballbesitz gehabt. Das ist bei mir eigentlich sehr selten der Fall. Eine bessere Passgenauigkeit als der Gegner. Das ist bei mir auch sehr selten der Fall. Schussgenauigkeit. Nicht ein Schuss von Augsburg kam aufs Tor. Also Ulrich hat da doch einen ruhigen Tag dort verlebt. Und damit setzt sich die Hertha doch am Ende verdient. Mit 1:0 durch, da Augsburg mit der Spielgestaltung überfordert war. Hertha hat das immer klasse gemacht durch schnelles Umschalten. Und jetzt geht es dann weiter in der Europa League. Danke, dass sie mich spielen lassen haben. Jawohl, er hat den Kurzansatz bekommen, den liegt er stark. So fair sind wir dann doch. So, gleich mal noch eine Trainingsanlage nachschieben. Poyampalo kann das gebrauchen. Abschluss, ja, da muss er auf jeden Fall dran fallen. Ein Abschluss, ey, was der für Chancen hatte. So, Shinankot, gehen wir auch gleich wieder ein bisschen was. Ausdauer hat er eigentlich ganz gute. Was haben wir noch? Tempo-Dribbling, Ballbesitz halten. Enge Ballführung, da ist er eigentlich ganz gut drin. Hier Pässe, Übersicht und Präzisionspass und alles hier. Lange Pässe, da muss er mal nachlegen. Pässe beherrschen.
Was haben wir noch in der Abwehr? Mittelstädt. Gehen wir in Rondo mit auf den Weg. Was haben wir sonst noch? Hier im Mittelfeld Duda, Christiansen. Geben wir auch nochmal ein bisschen was mit für die Defensivarbeit. Zum Mittelfeld-Innenverteidiger Niklas Stark, na klar. Auch der kriegt noch ein Rondo. Und dann sind die Jungs doch da gut aufgelegt auf jeden Fall. Und mal gucken, ob wir die kleine Chance noch nutzen. So, es geht hoch für Mittelstädt auf die 69. Sehr schön. Freut mich für ihn, dass er mit Wittek danach zieht und gleich zieht. So, und dann geht's gegen Cork City, das vorletzte Gruppenspiel. Es ist doch noch nichts gegessen. Habe ich mich da total verguckt in der Europa League? Muss ja. So, noch ein paar Nachrichten. Abschlussbericht zu Maximilian Philipp, genau. Stärke 74, aber der geht hoch. Locker hoch, das weiß ich. Ich habe ihn mir damals zu Gladbach geholt, als ich mit ihm gespielt habe. So, dann haben wir noch Holger Bartstuber Scoutbericht. Der hat eine Stärke von 79. Wahnsinn. Müssen wir mal gucken, ob er, was da läuft. Und Davy Selke natürlich auch Stärke von 73. Ich bin gespannt auf eure Meinung noch, auf eure Kommentare da auf jeden Fall. Und dann geht es zum nächsten Mal weiter mit Cork City. Ich habe mich da echt verguckt. Ich dachte, wir sind fast raus, aber es ist ja noch alles drin, wenn wir hier Cork City schlagen. Und dann kommt ja noch das Rückspiel gegen Gent. Also da habe ich mich total verguckt, was das angeht. Mit dem Sieg sind wir voll drin und haben wir alles in der Hand. Villarreal könnte gegen Gent da gleich ziehen. Auf jeden Fall war es das für heute. Ich danke immer wieder fürs Zuschauen. Schaut hier bei auf die Videos, die hier eingeblendet sind. Natürlich die Uncharted-Playlist, die geht auch natürlich bald weiter. Der Story-Mode The Journey wird weitergehen. Ansonsten meinen Kanal abonnieren, das seht ihr alles hier in der neuen Endcard von mir. Daumen hoch, wäre cool. Ihr wisst, die sind so wichtig wie nie bei YouTube. Und damit verabschiede ich mich, euer Hansa-Fan. Ciao, ciao.